Hallo, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere, Folge Nummer 15. Ja, wir haben in der letzten Folge den Aufstieg geschafft. Die Bundesliga-Saison steht an. Heißt, es gibt auch ein bisschen was zu tun. Wir müssen uns ein bisschen verbessern. Wir schauen, was an Budget vorhanden ist und welche Transfers wir tätigen können. Werdet ihr natürlich alles sehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo, falls ihr neu seid. Gerne auch die Glocke aktivieren. So, kurzer Blick auf die Finanzen. 28 Millionen. Das ist ordentliches Geld. Hilfe. 42.000 Gehaltsbudget. Ich glaube, ich passe das Ganze mal ein bisschen an. Wenn wir so 100k ungefähr, habe ich 25 Millionen zur Verfügung. Das ist richtig nice. So, werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf die Aufstellung, bevor Transfers getätigt werden. Boateng ist da. Nach seinem Vorvertrag ist er jetzt bei uns gelandet. Auf jeden Fall würde ich mich gerne noch im Zentrum ein bisschen verstärken. Verteidigung sieht auch gut aus. Vielleicht noch den einen oder anderen Backup auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, wir haben ordentlich viele Spieler. Wir haben hier Leute, die noch verliehen werden sollen. Alles Leute aus der Jugend, das ist so wild. So sieht es im Moment aus. Hardy werde ich versuchen zu behalten, dem auch Spielzeit zu geben. So, wir sind gerade dabei, den ersten Transfer festzumachen. Nuno Santos, 15 Millionen zahlen wir für den. Nur eine Million über dem Marktwert. 28 Jahre alt, 78er Rating. Jetzt gucken wir mal, ob er 12.500 im Monat annimmt. Und wow. Das haben wir gerade dezent verkackt. Perfekt. So, ich gebe euch mal ein kleines Zwischenfazit, weil es doch eine wichtige Info ist. Joy hat uns verlassen. 4 Millionen haben wir für den bekommen. Der FC Getafe hat zugeschlagen. Ist natürlich auch eine Frage des Alters bei dem dann irgendwann. So krass wird er sich nicht mehr verbessern. Es tut im Herzen weh. Er hat einen guten Job gemacht. Jetzt ist er weg. Nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. So, vom einen Koreaner zum anderen. Lee Kang ihn vom RCD Mallorca, hat eine 78, 22 Jahre alt, und jetzt passt auf, wir geben, es stande dran, wir müssen zwischen 35 und 48 Millionen für den bezahlen. Ja. Ich mache 25 Millionen und Vanicek, und er akzeptiert es. Und jetzt unterschreibt der Kollege einen 5-Jahres-Vertrag, möchte keine Freigabesumme, 30k Gehalt, 120k Einstiegsbonus. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier, ja, der erste Transfer, der funktioniert. Danke, Bruder, danke. Lee Kang-in, herzlich willkommen beim Karlsruher Sportclub. So, nach dem Transfer von Lee Kang-in hat es nochmal was getan. Jakob hat uns nach Utrecht verlassen. 1,9 Millionen bekommen wir für den, und Kota hat uns auch verlassen. Für 3,2 Millionen konnte es dann einfach nicht mehr ablehnen. Ich habe ein bisschen was in der Hinterhand. Ich werde euch natürlich informieren, wenn es soweit ist. Ja, der Auftakt in der Bundesliga könnte nicht schlimmer sein, würde ich mal sagen. Wir spielen direkt gegen Bayern. Mit Timo Werner vorne, Masraoui rechts, Davis links, Upamecano und Matip. Wir gehen mal rein in die Simulation. Gucken uns das Ganze an. Erster Spieltag ist natürlich direkt ein Brett. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht geht ja was. Wir gucken uns das Ganze an. Jones ist im Übrigen jetzt unser neuer linker Flügel. Lee Kang-in hat übrigens die 10 bekommen. Oha, Cantero! Oh, was eine Möglichkeit! Menschenskinder! Ha, kann man auch mal nutzen. Hey, wir machen ein eigentlich recht ordentliches Spiel bisher. Wir schauen mal kurz noch auf die Ecke. Was geht da? Da ist Jones. Ja, sieht gut aus. Cantero, Junge. Jawohl. Ganz, ganz stark. 21. Minute, wir sind in Führung. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Also mittlerweile spielen wir uns da am gegnerischen 16er fest. Wir sind besser im Spiel. Auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Wir sind einfach besser im Spiel bisher. Und ja, es kann natürlich auch so sein, dass wir jetzt einen Konter fahren und dann steht es auf einmal 1-1. Aber bisher Bayern nicht nach vorne gekommen. Damen jetzt mal mit der ersten Parade. Es ist ein überragender Auftakt bisher. Und wir könnten hier tatsächlich mit einer Führung in die Pause gehen. Das ist überragend, was wir hier bisher zeigen. Gehen mit dem 1-0 in die Pause. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Chancen. Gegen die Bayern ganz, ganz stark. So, nach der Pause gibt es jetzt auch einen Wechsel. De Jong, einer unserer Jugendspieler, kommt rein für Jones auf der linken Flügelposition. Und Hardy darf direkt auch mal in der Bundesliga spielen. Das ist bisher echt ein ganz, ganz starker Auftritt von der Mannschaft. Sehr, sehr schön. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ah, jetzt kommen die Bayern und jetzt Koita. Scheint irgendein Random zu sein mit dem Ausgleich. Ich habe jetzt nochmal defensiv gewechselt. Kobalt reingebracht für die letzten 20 Minuten. Das könnte jetzt dann doch vielleicht bitter werden, wenn wir hier noch, weil die Bayern sind immer gut für noch ein Tor.
Das dürfen wir nicht vergessen. Da ist Sané, da ist Heuberg. Ach Mann, das hätte so eine Überraschung werden können. Ach, scheiße. Scheiße. Wir dürfen uns aber davon nicht trüben lassen. Wir haben einen richtig, richtig starken Auftakt gezeigt. Also ich will das hier echt nicht, zu kurz kommen lassen, dass wir wirklich gut gespielt haben. Da ist De Jong. De Jong macht es richtig stark, Junge. Da ist der Ausgleich. Oha. Junge. Koen De Jong mit dem 2:2. Absolut starke Einzelaktion. Sehr, sehr schön, Jungs. Oh mein Gott. Ja, ja. Wir drehen das Spiel zurück. Lee Kang-in mit seinem ersten Treffer. Ach, Jungs, 3:2 Führung kommt. Jetzt nehmt es mit nach Hause, auf geht's. Ah, Junge, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir gewinnen gegen die Bayern in unserem Auftaktspiel mit 3:2. Jungs, wie wild ist das denn? Unglaublich geil. Cantero macht ein Tor, De Jong macht ein Tor und unser Neuzugang auch. Sehr, sehr schön und sehr überraschend. So, wir brauchen unbedingt ein Torwart-Backup. Loris Karius ist mittlerweile 30 Jahre alt, hat noch eine 72, spielt bei Antwerpen. Ganz, ganz wilde Nummer. Mit dem Verein haben wir 1,5 Millionen vereinbart. Jetzt hoffe ich, dass er die 13 Millionen hier annimmt und 115.000 Einstiegsbonus. Ja, 3-Jahres-Vertrag, Rotation. Wir haben den Deal. Sehr schön. Karius, absoluter guter Backup-Keeper. Sehr, sehr schön. Also wir müssen uns auf jeden Fall auch in der linken Verteidigung verstärken, weil Kobalt gegangen ist. Da habe ich einen interessanten Mann, Erik, der ist Brasilianer, spielt bei Sheffield Wednesday. Der hat noch nie von dem Verein gehört, aber er hat ganz stabile Werte. 87 Antritt, 84 Sprintgeschwindigkeit. Da wir hier aber nicht in die Verhandlung gehen können, müssen wir die Freigabesumme ziehen. Das machen wir jetzt auch. 6,6 Millionen. So, da ist er, Erik. Der hat keinen Vornamen übrigens. Er heißt einfach Erik. 5-Jahres-Vertrag, wichtige Rolle im Kader. 5000 Gehalt, also kriegt er ein bisschen mehr. Und 45 Einstiegsbonus. Mal schauen, was die dazu sagen. Ey, es gibt's. Ich kann's einfach nicht. Was ist das? So hart die Verhandlung schon wieder verkackt. Meine Fresse. Also ich weiß echt nicht, was sich die DFL dabei gedacht hat, dass wir am ersten Spieltag Bayern haben und am zweiten Spieltag Dortmund. Wir hoffen einfach auf ein genauso gutes Spiel. Kobalt darf diesmal von Anfang an ran. Wir gehen in die Simulation. Nee, wir gehen in die schnelle Simulation. Komm. Also, ich weiß es echt nicht. Jungs, was geht ab? Cantero und Schade treffen. Nach Rückstand, wir gewinnen in den ersten zwei Spielen gegen Bayern und gegen Dortmund. Lol, 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 lol. Das ist ja überragend, Jungs. Wow. Ein überragender Auftakt. Hilfe. So, dieses Mal will er selber sagen, was er bekommt. Und ich nehme es einfach an. Ich mache da jetzt nicht lange rum. Erik, herzlich willkommen beim Karlsruher Sportclub. Also wir bekommen wirklich alle Hochkaräter zum Beginn der Saison. Was ist das denn? Leverkusen jetzt. Heimspiel. Ja, Erik bekommt seinen ersten Einsatz. De Jong darf im linken Flügel auch von Anfang an. Wir machen nochmal eine schnelle Simulation. Und jetzt dürfte doch eigentlich die erste Niederlage kommen, Alter. Ja, also es hätte mich schon sehr gewundert, wenn wir hier direkt gegen Dortmund, Leverkusen und Bayern gewonnen hätten. Stabiler Auftakt, würde ich mal sagen. So, der Deadline Day ist vorbei und wir haben nichts mehr getan. Fast hätte ich Kobalt gegen Holtmann eingetauscht, aber ich habe mich doch dann dagegen entschieden. Jetzt gibt es nochmal die Übersicht. Wir haben Cook verliehen, dann haben wir Choi verkauft, Lee Kang-in geholt für 25 Millionen. Der Königstransfer, wenn man so will. Jakob abgegeben, Kota abgegeben, Sequeira haben wir verliehen mit einer Kaufoption. Dann haben wir Karius geholt, Erik haben wir geholt und Jonker dann nochmal ausgeliehen, auch mit einer Kaufoption. So, das ist die Mannschaft, mit der wir in die Saison gehen. Jones muss noch auf dem linken Flügel trainiert werden. Boateng, Van Drongelen in der Verteidigung, obwohl ich am Überlegen bin. Eigentlich würde mir Kobalt von Anfang an immer besser gefallen. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir haben noch Badmats, Ferrei, De Jong, Hardy, Smith haben wir auch noch auf der Bank. Ja, also wir sind gut aufgestellt. Collins wird auch seine Einsätze bei uns bekommen. Auf jeden Fall Bona genauso. Kann mich wirklich nicht beklagen. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Würde mich sehr interessieren, was ihr von der Transferphase haltet. Abschließend für die Folge gehen wir jetzt noch rein ins Spiel gegen Union Berlin. Stadion an der Alten Försterei. Wir gehen rein mit unserer nominellen Top 11. So angekommen an der Alten Försterei. Ich habe extrem Bock, mit der Mannschaft jetzt zu kicken. 4. Spieltag.
Es könnte ein überragender Start in die Saison werden. Wir gehen rein und holen hier jetzt 3 Punkte. Kommt, Männer. Ja, schade. Oh, gute Aktion. Richtig starke Aktion. Wir sind gut im Spiel. Union kommt bisher noch nicht so gut zur Geltung. Das ist sehr schön für uns. Ja, Jones nutzt jetzt mal sein Tempo. Kommt über außen. Ball auf Cancelo. Oh, schon 2. gute Aktion. Mann, wir sind richtig gut drauf. Die Mannschaft lässt sich enorm gut spielen. Wir nehmen die Ecke mal noch mit. Die ist allerdings Quatsch. Ball ist aber noch in unseren Reihen. Vassiliadis. Ja, das ist schade. Schade. Ball kommt leider nicht durch. Wir machen ein richtig gutes Spiel. Es ist richtig, richtig stark. Union kommt zum ersten Mal. Damen, starke Parade. Kurz vor der Pause. Immer so kurz vor der Pause kommt der Gegner. Aber wir machen das sehr, sehr gut bisher. Jetzt dürfte es auch gleich in die Pause gehen. Ja, wir schlagen uns echt gut. 0-0 zur Pause. Ja, gutes Spiel. Wir gehen rein in Halbzeit 2 und versuchen noch ein Tor zu machen. Kommt, Männer. Da ist Lee. Lee probiert's jetzt mal. Lee, da ist es 1-0 für den KSC. Ganz, ganz stark. Unser Neuzugang schlägt ein wie eine Bombe. Lee mit dem 1-0. Ja, es läuft schon die 88. Minute. Wir haben jetzt nochmal eine dicke Chance nach vorne. Da ist Lee. Bringt den Ball auf Vassiliadis. Da ist es 2-0. Ganz, ganz stark. Boah, wir machen ein überragendes Spiel. Wir sind richtig, richtig gut drauf. Das ist wunderbar. Ja, wir wechseln jetzt auch nochmal. Der Wechsel war eigentlich schon viel früher angekündigt. Smith kommt rein für Cantero. Außerdem De Jong und Hardy. Ja, aber dem Sieg hier steht nichts mehr im Wege. Und dann holen wir einfach fucking 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Das ist richtig, richtig stark. Ja, da ist auch der Abpfiff. Wir sind richtig gut drauf. So, so muss es laufen. Richtig stark. So, lasst euch bitte nicht von der Champions League Ding, wie heißt es, vom Hintergrund täuschen, weil wir spielen keine Champions League. Das ist dieser bekannte Bug. Aber wir haben was Wichtiges zu verkünden. Unser Scout, den ich ganz spontan einfach mal nach Schottland geschickt habe, hat wohl richtig dicke Fische für uns. 2 Torhüter, so wie das aussieht. Wir schauen mal, Rory McKay, 1,9 Millionen. Grüß dich. Dann haben wir hier 2 Millionen Angus. Hi. Was ist denn das? Digga, was sind das denn für Leute? Der hat schon eine 67 und der hat schon eine... Und er ist Linksverteidiger. Sehr nice. Eine 63. Super. Ganz, ganz verrückt, wie die Tabelle nach den ersten 4 Spieltagen aussieht. Wir stehen auf Platz 4. Jungs, was geht eigentlich ab? Was geht eigentlich ab? Ja, und dass Augsburg auf Platz 1 steht, ist wahrscheinlich auch nur eine kurze Geschichte. Mainz als Mitaufsteiger ist ja auch nie schlecht unterwegs. Besser könnte es nicht gestartet sein. Es ist überragend. Wir stehen auf Platz 4, haben 3 Siege und 1 Niederlage. Ganz, ganz stark. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne einen Kommentar da. Ganz, ganz wichtig. Lasst mich eure Meinung auf jeden Fall wissen. Abonniert, falls ihr neu seid. Gerne auch die Glocke dann aktivieren. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao. We'll be right back.